Hallo, ich bin Peter Escher, Verbraucherexperte beim Online-Ratgeber moneycheck.de. Heute geht es um das Thema Brille, Sehhilfe und die Frage, lohnt der Abschluss einer Brillenversicherung oder nicht? Wenn ihr gerade vor der Frage steht, dann wollen wir euch eine Checkliste an die Hand geben, mit der ihr euch richtig schönen Überblick verschaffen könnt, was ist wichtig und worauf kommt es an. Auf geht's. Es gibt ja verschiedenste Anbieter für die Brillenversicherung. Wichtig ist, dass man sich vorher durchliest. Übernimmt die Brillenversicherung alle 2, aber mindestens doch alle 3 Jahre eine neue Sehhilfe? Das wäre wichtig, vorm Abschluss zu wissen. Wichtig auch die Frage, wie viel wird maximal erstattet? Und reicht dieser Betrag für meine persönlichen, vielleicht sogar sehr hohen Ansprüche? Gibt es dafür schon eine schicke Brille oder einfach nur so ein Kassenstandardmodell? Interessant zu wissen, übernimmt meine Brillenversicherung vielleicht sogar weitere Punkte in Sachen Augengesundheit? Übernimmt sie möglicherweise sogar eine Laseroperation? Manche Brillenversicherung wirbt ja damit, dass sie noch weitere Punkte abdeckt, wie zum Beispiel ein Hörgerät oder Auslandsschutz im Fall des Urlaubs. Aber das ist die Frage, macht das überhaupt Sinn? Vielleicht, wenn ich noch höre wie ein Lux und gar kein Hörgerät brauche oder wenn ich über den ADAC oder wen auch immer ohnehin auslandsversichert bin. Also auch das sind Bausteine. Ich muss nicht für irgendwas bezahlen, was ich vielleicht schon habe oder vielleicht gar nicht brauche. Auch eine Frage, die ich vorher klären soll. Reicht es mir, wenn ich eine Wartezeit von 3 Monaten habe? Also wenn die erste Brille in 3 Monaten hergestellt wird oder bestehe ich darauf, dass sofort die Sehhilfe angefertigt werden kann und die Kosten übernommen werden, dann fällt der Tarif logischerweise natürlich ein bisschen höher aus. Wenn ich so ein kleines Schusselchen bin, das heißt mich öfter auf meine eigene Brille setze oder die Brille mal hier, mal dort, mal überhaupt verliere, dann ist der Punkt vielleicht sogar wichtig, zahlt die Versicherung für Reparaturen und für Verlust? Sollte mir auch vorher klar darüber werden, ob ich für den Abschluss meiner Brillenversicherung einen Attest vom Augenarzt brauche oder nicht. So, wenn ihr die Fragen alle für euch positiv beantworten konntet, dann steht so einer Brillenversicherung eigentlich nichts mehr im Wege. Aber das, was ich jetzt hier aufgezählt habe, ist noch längst nicht alles. Wir haben bei uns auf der Seite von moneycheck.de nochmal ganz ausführliche Informationen geliefert und ich denke, bevor man den Vertrag unterschreibt, sollte man sich das nochmal ganz in Ruhe durchlesen, nochmal sacken lassen und dann ja oder nein dafür oder dagegen entscheiden. In dem Sinne, allzeit gute Sicht.